Hallo, hier ist die Julia von Stempel mit Creative View. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich wieder mal eine Box vorbereitet. Es ist eine Box mit einem schrägen Deckel und ich habe diese hier direkt in zwei Größen vorbereitet. Ich zeig mal, was da alles reinpasst. Also hier passen einige Mini-Pickups oder diese Rittersportwürfel passen auch einige rein. Oder irgendwas anderes, irgendein kleines Geschenkchen, Söckchen vielleicht oder so. Und hier passen zwei Mini-Hanutas oder zwei Mini-Knoppers. Also ganz praktische Größe. Das möchte ich euch gerne zeigen. Die Maße für alle Größen, die ich heute zeige, stelle ich auf meinem Blog bereit. Also da findet ihr dann auch eine Skizze und die Verlinkung mache ich wie immer unten in der Infobox zum Video. Und das ist die große Box, das ist die mittlere. Und natürlich mache ich heute wieder eine Alternative. Und zwar mache ich eine ganz kleine Box mit schrägem Deckel. Und zwar habe ich mir überlegt, hier im Rheinland haben wir ja jetzt diese Woche was Besonderes gehabt. Und zwar hat bei uns die fünfte Saison eröffnet, die Karnevalsaison am 11.11. um 11.11 Uhr. Also besonders hier in Köln. Wir Pulheimer zählen zwar nicht zu Köln, zu Bergheim, aber wir fühlen uns so. Anlässlich dazu würde ich gerne eine Kleinigkeit zeigen, und zwar wie man coronagerecht Bützchen verteilen kann. Wir fangen an. Für den Boden brauchen wir ein Stück Farbkarton. Hier Blutorange, passend zu den Kölner Farben natürlich, rot-weiß. Wir brauchen hier das Maß 10,5 x 10,5 cm und das Ganze falzen wir jetzt auf allen vier Seiten bei 3,5 cm. Legen wir kurz zur Seite und gehen direkt zu dem Deckel über. Hier habe ich ein Stück Grundweiß extra stark, damit das einfach stabil ist. Hier brauchen wir das Maß 7,2 x 7,2 cm. Und dieses Stück falzen wir ebenfalls auf allen vier Seiten bei 1,8 cm. Nun machen wir uns an das Schneiden und dann setzen wir die Box auch ganz schnell zusammen. Hier müssen wir noch ein paar schräge Linien schneiden. Ich mache das mit der Schere, ihr könnt das aber auch genauso mit dem Schneidebrett machen. Und zwar, hier ist die Klebelasche für die Vorderseite. Und hier fangen wir außen an und gehen hierhin in die innere Ecke. Und auf der anderen Seite genauso. Also hier an der Klebelasche außen in die Ecke innen. So, dann schneiden wir das hier erstmal ein bisschen ein. Und zwar gehen wir etwas über die Falzlinie, aber nicht zu sehr, ganz bisschen. Und auf der anderen Seite auch. So, ja. Und dann schneiden wir hier nicht an der Falzlinie, sondern bis dahin, wo wir eingeschnitten, bis zu diesem Einschnitt, den wir hier gemacht haben. Ja, so ein halben Millimeter oder Millimeter, je nachdem, einfach ab. Das hat den Grund, weil ich diese Klebelasche versteckt habe. Ja? Also da sieht man sowohl außen nicht als auch innen. Ja? Deswegen hier der kleine Einschnitt. Das Ganze muss jetzt so ausschauen. Ja? Das Bild findet ihr auch auf meiner Skizze auf dem Blog. Und wahrscheinlich könnt ihr euch schon vorstellen, wie man das Ganze hier zusammenstellt. Ich würde euch trotzdem empfehlen, das Video weiter zu gucken, denn ich zeige euch einen Trick. Ja, erstmal, wie man diese Klebelasche versteckt, aber da kommt ihr wahrscheinlich schon von selber drauf. Aber auch, wie man die Box so zuklebt, dass sie perfekt, dass der Deckel perfekt sitzt. Also der ist auch nicht zu lasch und nicht zu fest. Ja, und bei diesem hier auch. Ja, und die Box ist gerade. Ne? So, und das zeige ich jetzt gleich. Deswegen unbedingt weiter gucken. Erstmal knicken wir natürlich alles durch und gehen dann mit dem Falzband drüber. So, dabei immer achten, dass alle Linien übereinander liegen. Also hier die Kanten und hier die Falzlinien. Ja, und hier natürlich auch. So, und bei dem Deckel machen wir das Gleiche. Dann fangen wir mit dem Boden an und kleben hier erstmal die eine Seite zu.
Wir fangen hier mit den inneren Klebelaschen an. Und hier können wir jetzt die Box an der oberen Kante ausrichten, denn wir haben die ja gerade gelassen. Wir haben nur unten schräg geschnitten, die Klebelasche. So, dann kleben wir das hier an. Die äußere Klebelasche. Und auch das schieben wir nach oben, so dass es wieder an der Linie ist. So, und schieben kannst du das dann, wenn du hier bis zum Falz einschneidest. Dann machen wir hier das Gleiche. Allerdings warten wir mit diesem Teil hier. Wir machen erstmal wieder die inneren zwei Klebelaschen fest. Hier ausrichten, da oben. Dann wird die Box von alleine gerade. Ja, hier ist schön gerade. So, das kleben wir noch nicht. Da kommt erst unser Deckel ins Spiel. Und zwar legen wir das so an, wie der ausschauen soll. Und stellen den auf die Vorderseite. Ja. Und dann kleben wir das hier erstmal fest. Diese Klebelasche. Und dann die äußere Klebelasche. So, ja, hier ist jetzt was passiert, was hätte nicht passieren sollen. Da habe ich wohl ein bisschen zu wenig eingeschnitten, aber es ist noch nicht fest. Ich kann noch reagieren. Da sollte man vielleicht vor sich anschauen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Gut, dass jetzt passiert ist. Ja, dann könnt ihr nämlich den Fehler vermeiden. So, jetzt ist er versteckt. Ja, jetzt ist die Klebelasche auch versteckt. So, hier nochmal kurz festdrücken, damit da nichts mehr verrutscht, ja, solange der Tombow noch nicht so ganz fest ist. So, und mit der Seite machen wir das genauso. Wir lassen das hier dran, ja, und schieben da so zurecht, wie das eben eng sein soll. Und machen zu. Auch das schieben wir kurz nach vorne ein bisschen. Und hier an den Ecken gerade. Und dann richtet sich alles aus. Und die Box hat einen perfekten Deckel. Dann kommen wir jetzt zu unserer Deko. Dafür brauchen wir ein Stück Farbkarton in Blutorange wieder. Und zwar mit dem Maß 3,2 x 3,2. Das können wir aber auch schon ankleben. Und zwar mit Dimensionals, das ist dann einfach schöner. Und ja, für die Deko brauchen wir noch eine zusätzliche Mattung hier mit dem Farbkarton in Grundweiß mit dem Maß 2,9 x 2,9 cm. Wir kleben das noch nicht an. Da kommt jetzt unser Kölner Herzschlag. Und zwar mache ich das jetzt mit dem Bleistift. Zeichne ich vor und dann gehe ich mit dem Marker drüber. Zeig euch, wie einfach das geht, der Kölner Herzschlag. Ich male mir einfach ein paar Linien, damit ich gleich gerade bin. So, zuerst fange ich mit dem Dom natürlich an. So in etwa. Dann nehmen wir entweder den Stampin'Write Marker in Schwarz oder diese Project Life Stifte mit 01 in der Größe 01. Ich mache jetzt mal mit dem Writer hier und gehe einfach die Linien nach. So, und dann kommt noch das Herzchen und hier nehme ich den Stampin'Write Marker in Blutorange. Ihr könnt auch mit dem Mischstift arbeiten und dem Stempelkissen. Das geht auch. Dafür nehme ich mir jetzt ein Stück Farbkarton, ist egal welche. Stanze mir ein Herzchen. Ich habe da noch so eine alte kleine Stanze mit dem Herz, was ihr auch machen könnt.
Ihr nehmt einfach die Stanz vom Becherbanderolen und stanzt dieses Herzchen hier aus. Das hat ungefähr die gleiche Größe, ein bisschen größer, aber das ist nicht schlimm. Also damit geht das auch. Oder ein anderes beliebiges Herzchen, so in etwa in der Größe. Da gibt es noch ein paar andere Stanzformen, die wir haben. Dann lege ich mir das Herzchen irgendwo rein, ein bisschen versetzt vielleicht. Ja, dann sieht das hübsch aus, gerade möglichst. Und ja, dann male ich einfach ein paar Striche. Schon ist es fertig. Dann warten wir kurz, bis es trocknet. Solange machen wir das Bändchen fertig, was wir da drunter kleben. Mal einfach ein ganz bisschen. Ich finde, ein bisschen Band oder Kordel, das lockert ein bisschen, immer ein bisschen auf. Bevor wir das jetzt ankleben, radieren wir natürlich den Bleistift hier weg. Aufpassen, dass es schon gut getrocknet ist, sonst verschmiert ihr das. Das wäre dann sehr schade. So, hier in der Ecke brauchen wir jetzt keine Dimensionals, aber in die anderen Ecken, also hier nicht. So, schon fertig unsere kleine Minibox mit dem Kölner Herzschlag. Und ja, Corona-konforme Bützchen kann man super schön so verteilen. So, und damit das noch hübscher wird, nehme ich gerne ein bisschen Seidenpapier. Und ja, so lässt sich doch ein Bützchen gut verteilen zu der heutigen Zeit, findet ihr nicht? Natürlich lässt sich auch daraus eine Weihnachtsvariante machen. Macht man hier nur ein bisschen andere Deko, vielleicht Nikolaus oder so oder Weihnachtsmann und einen kleinen Stiefel oder Stern. Das geht natürlich auch. Die Farben passen ja auch zu Weihnachten. So, von mir gibt es heute die Kölner Variante. Einmal mit Band und einmal mit einer Kordel hier. Ja, aus diesem Tierliebe-Set. Da gibt es diese tolle gestreifte Kordel im Kombipack. Ja, nur so als Alternative. Das war jetzt mein Projekt für euch heute. Eine Box mit einem schrägen Deckel in gleich drei Größen. Groß, Mittel, Mini. Alle diese Größen findet ihr auf einer Skizze auf meinem Blog. Der Link ist wie immer unten. Ich hoffe, euch gefällt heute mein Projekt. Wenn ja, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Ich freue mich natürlich auch jetzt über Kommentare, auch ohne Verlosung. Ah, vielleicht dazu. Es gibt aber demnächst eine Verlosung, denn ich habe doch tatsächlich während unserer Christmas Rally im Oktober die 3000 Marke hier bei YouTube erreicht. Vielen Dank an die vielen Abonnenten, die bei mir hier ein Abo gelassen haben und die immer wieder kommen, meine Videos angucken. Ja, dafür wird es vor Weihnachten noch eine Verlosung geben. Mal gucken, ob ich das jetzt nächste Woche schaffe. Das kriegt ihr aber auch rechtzeitig mit und ihr werdet dafür noch genug Zeit haben, daran teilzunehmen. In diesem Sinne sage ich jetzt einfach Kölner Alaaf. Man sieht sich. Tschüss.